Ja, und danach würde ich dann Uktan aufsuchen. Wahrscheinlich gerade den neuen Söldnern seine Liebesgeschichten aus Festum erzählt oder was auch Der immer. steht gerade bei Fiona und lässt sich Ach von so, schon. Fiona gerade so ein bisschen einweisen, hört ihr zu und klebt so ein bisschen an ihrer Seite. Alles klar, Und ja dass du das dann. auch hier ordentlich machst. Hey, Ja, si, dann bin ich. Signora. Hallo, dann. Ah, Senor, schön, dass ihr hier seid. Ja, freut mich auch, dass du hier bist. Hat viel Spaß jetzt in Festum, ja? Ah, Senor, ich muss den gesamten Mannschaften noch erzählen, wie schön es ist, mit euch in die Städte zu reisen. Dass ihr allen von ihnen eine Hure ausgibt. Das wüsste ich aber. Aber das werde ich so erzählen. Immerhin seid ihr ein Torwart, Senor. Okay, auf zu reden, pass auf. Ragnar muss unbedingt etwas Kampferfahrung lernen. Ich habe ihm gesagt, wir zeigen ihm, wie es geht. Du bist doch so ein guter Kämpfer auch da. Also gut, das ist eine Rotze. Du steigst jetzt hier vorne Nein, 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 hinein. nein, nein. Ich gegen dich. Signore, ihr wollt gegen mich kämpfen oder ihr wollt gegen Ragnar kämpfen? Ich werde gegen dich kämpfen und werde ihm dabei Dinge erklären. Er entwickelt so ein bisschen seine Peitsche aus. Das ist doch etwas, was ich normalerweise mit den Frauen spätabends mache, aber nun gut, dann peitsche ich euch eure Kleidung vom Leib. Eher nicht. Hast du keine anderen Waffen als diese hässliche Peitsche? Ich hatte mal einen Rabensnabel, aber das ist eine Geschichte für später, wenn wir uns besser kennen. Besser kennen. Ich kann euch aber noch einen ganz anderen Snabel zeigen. Hä, was denn? Gucken wir wohl dann. Ja, er schüttelt nur mit dem Kopf und versucht sein Lachen zu unterdrücken. Ja, Fiona scheint nicht zu verstehen, was er Ja, sagt. also du verstehst es nicht, aber ihm gelingt es auch nicht, sein Lachen so zu unterdrücken. Und ja, lässt dann seine Peitsche irgendwie zu Boden legen und holt dann zwei Dolche raus. Ist das ein elefantischer Witz? Guck ihn an, so ein bisschen beleidigt. Das ist ein Uktan-Witz. Also, deswegen war es so schlecht. Hier, nimm lieber meine. Ja. Ich drücke meine Waffen in die Hand. Weil ich kämpfe sonst beidhändig, dann würde ich eher mit einer Hand kämpfen. Nimmt dann ein Dolch in seine linke Hand und die Axt in die rechte. Ragnar, mit was für einer Waffe kämpfst du normalerweise? Ich meine, wie fühlst du dich gut, Hiermit. wenn du kämpfst? Ich zeige ihm meine Keule. Mit Hat einer sich schon immer Keule? gut bewährt. Uktan Ah. dreht deine Streitaxt, sodass er nicht die Schneide vorne hat, sondern den Dorn. Und dann sieht es tatsächlich aus wie ein Rabenschnabel. Und du merkst, wenn er das jetzt dreht, dass er. Oh, der führt das richtig gut. Also so ein paar Luftschwünge in der Luft und du merkst, da ist einer am, der kann das. Ja, kann das definitiv. Ja, wie gesagt, das soll ja auch. Ich will ihm ja nur was erklären. So. Ja, dann drehe ich meine Waffe ebenfalls. Das soll ja angepasst sein. Und dann würde ich anfangen, halt wirklich ganz langsam Sachen vorzumachen, würde mal sagen. Siehst du, wenn du hier von unten kommst, Ragnar, dann musst du aufpassen auf deinen Körper halt. Wenn er den Arm so hält, dann versucht er es abzublocken. Wenn er den Arm so hält, dann versucht er in den nächsten Moment von oben zuzuschlagen. Verstehst du? Ja, Ja, dann so würde ich halb. halt Also kurz du kämpfst ziemlich abkürzen. Larifari. Okay, dann sagt er jedes Mal eine Meisterparade an, wenn du auf ihn zuhaust und sammelt sich die ganze Zeit Punkte an. Bist du blöd, Jedes ey. Mal Meisterparade. Und ja, versuch dich so ein bisschen einzuschätzen und ja, lernt so ein bisschen von dir, sammelt da eben Punkte für Ja, ich Punkte für kann ihm auch Punkte an. gerne was mit beibringen, weil im Notfall soll er ja an meiner Seite kämpfen, wenn er sich nicht Ja, verteidigen kann, aus Fionas Sicht. nur für später mal im Hinterkopf behalten. Whatever. Nein, ich bringe ihm auch gerne was mit bei, wie gesagt. Ich bin arrogant und bin eh besser als er. Also, ja, ich zeige euch beiden dann was und ja. Ja, so nach, ich sag mal, 10, 12 Schlägen von dir steht er plötzlich neben dir. Du weißt nicht, wie er das gemacht hat, ob er sich teleportiert hat. Zumindest, du weißt auch gar nicht, was er getan hat. Seine Axt ist zumindest nicht in Reichweite. Aber plötzlich spürst du, wie sein Dolch, mit dem Knauf an deiner Hose schabt und nach oben will. Das ist genau zwischen deinen Beinen. What? Sein Se Ernst? Signora, ich muss schon bitten. Ihr solltet auf eure Deckung achten. Dann Das hau ich ihm eins war. aufs Maul. Ganz ehrlich, nehme ich mal.
meinen Knauf und hau es ihm einfach nur ins Gesicht. Ja, alles klar, er bricht zusammen, blutende Nase. Senora, Senora! Fängt dann an, so ein bisschen zu heulen. Das war denn ein paar Meisterparaden und eine Finte. Wenn du noch einmal in Richtung meines Schrittes gehst, schneide ich dir deinen komplett ab. Ich hörte, die Alanfana machen das so, hm? Oh, er krümmt sich am Boden, hält sich seine blutende Nase. So, genug trainiert für heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Ragnar steht da mit offenem Mund. Also Ragnar steht da vor allem so ein bisschen grinsend, hat er schon irgendwie ein bisschen verdient. Aber dann schüttelt er nur den Kopf und versucht da... wird dann zu einem dieser Medikäs gehen und sagen, wir haben den ersten Verletzten. Die schauen ja auch so ein bisschen entgeistert an. Also gut, wir kümmern uns darum. Ich raune Ragnar noch zu. Die Alanfana heulen wie Mädchen. Ich wusste es. Ja, und dann hast du noch Fragen, Ragnar? Nö, ich denke, ich habe soweit verstanden. Gut. Hör auf zu weinen, Ogdan. Stell dich so an. Jo, dann gehe ich von Deck und lass ihn da erstmal liegen. Heulend und bluten. Oh Mann. Yalan, du willst nach oben zu Xyleste oder wie hättest du es gerne? Wollen es hart, ich muss, ja. Ja. Wahrscheinlich mit Elphadaios am Bord und wen nimmst du noch mit? Brindigian? In der Mitte. Also von uns der Mitte. Von euch, ja. Okay. Wo willst du hin? Wenn die beiden da zu Elphadaios, damit wir das Ding fressen können. Also wenn die beiden mitkommen wollen, warte ich so lange. Also ich habe nichts anderes zu tun, also warum nicht? Ja, okay. Ja, wenn ihr nach oben kommt, könnt ihr erkennen, dass wohl die Schwestern gar nicht mehr so quick lebendig aussehen, wie sie es vorher waren. Sie sind wirklich sehr verholzt und bewegen sich nur sehr langsam, beziehungsweise bei Piranianen habt ihr tatsächlich das Gefühl, dass sie sich gar nicht mehr bewegt und auch ihre normale Fleischfarbe haben sie wohl gerade verloren. Sie sehen sehr braun, holzig aus. Welche Lause ist euch denn über die Nieren gelaufen? Ihr seid wieder zurück. Kommt doch etwas näher. Lasst mich die Wärme des Lebens spüren. Ich werde dir deine geheimsten Wünsche erfüllen, Yalan. Einen Schritt zurück. Yalan, wenn sie jetzt fast tot sind, ist das vielleicht eine Möglichkeit, die anderen Archen zu töten? Wir sind nicht tot. Wenn ihr sieht aber fast so aus. Wenn ihr sie genau betrachtet, ihr könnt auch sehen, wie ihre Augen gelblich leuchten. Heilkunde Runden. Okay. Oder Heilkunde Krankheit. Oder Anatomie. Hab ich alles. Ist mir egal. Mhm. Dann mach ich doch mal hier Behandlung, habe ich Heilkunde Runden. Hab ich... Komm. Heilkunde Seele geht nicht. Du kannst Charisma finden. Nee, Seele nicht. Krankheit, Wunde oder... Da Anatomie. Krankheit habe ich 8 über. Du kennst das Phänomen von Menschen, die entweder... Oh Gott. Aber das war nur hinterhergewürfelt, also. Wie, das war nur hinterhergewürfelt? Du hast gesagt, Heilkunde Krankheiten oder Heilkunde Wunden. Ne? Ja, genau. Weißt. Ja, genau. Also, sie werden sterben, definitiv. Sie sind todkrank. Du kennst dieses Phänomen von Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben und deren, das fängt an mit Bauchschmerzen. Wenn die Leber versagt oder die Nieren, wenn die Giftstoffe nicht mehr so gefiltert werden können, wie es normalerweise der Fall ist. Diese Menschen, diese beiden Baumfrauen werden jetzt sterben. Jetzt? Nun, ja, dann, wenn ich sie mir so anschaue, ich habe das schon öfter gesehen bei Leuten, die einer Sucht nachhing und diese Sucht nicht mehr befriedigt wurde. Eine Sucht. Ich würde sagen, es ist ein Leber- oder ein Nierenversagen. Sie sterben. Sie haben doch gar keine Nieren, oder? Ich weiß nicht. Holt doch ein wenig Wasser herbei. Ich denke nicht, dass Wasser es tut. Was frisst die Arche? Die Arche frisst Schiffe. Wir haben eins mitgebracht. Wie klingt das denn? Brindigian, wie wär's mit etwas Blut von dir? Oder von euch, Kapitän? Ihr wollt Menschenblut, um eure Nieren und eure Leber zu reparieren? Hört nicht auf sie. Wir werden kein Blut an die Arche verfüttern.
Die Frage ist, was passiert, wenn sie sterben? Ist die Eiche dann außer Kontrolle? Wir sterben nicht. Es ist nur das Unwasser, was nicht mehr gefiltert wird. Was passiert dann? Wir sind erschöpft. Das Schiff ist erschöpft. Das Schiff geht nach Nahrung, aber egal was ihr tut, ihr dürft es nicht füttern. Halt dein Maul, Schwester! Aber sie hat recht. Wir haben Hunger. Wir haben gesehen, ihr habt ein schönes Schiff dabei. Füttert uns. Ich will ja nicht. Ich fürchte, du tust es aber trotzdem. Halt's Maul, mit dir rede ich nicht. Die Frage ist erstens, Jalan, ob das reicht und zweitens, was passiert, wenn sie nichts bekommen? Ich meine, liegen wir dann hier einfach fest? Na, ich schätze es mal. Wenn wir dieses Schiff benutzen wollen, wird es wohl handlungsfähig sein müssen. Das Schiff tankt normalerweise frisches Unwasser, aber hier gibt es keins. Die Verseuchung, die unsagbaren Tiefen sind noch nicht hier vorgedrungen. Die nördlichen Gebiete, fest um Nersand, sind noch frei von dem Einfluss der Säuferin. Nennen Sie beim Namen, Schwester! Charybdorot! Da! Ah! Himmels Willen! Ephalaios! Achso, der ist nicht da, scheiße. Schau dich an. Lass doch die Kogge verarbeiten und sie dann setzt deinen Kurs südwärts in die blutige See hinein. Ja, da ich ja Wasser will, soll sich Wasser bekommen. Dafür muss er gar keinen Befehl geben, das tun wir auch so. Ja, dann vielleicht sollten wir einen weiteren Raum schaffen, in dem wir, so ungern ich es sage, verseuchtes Wasser speichern, um solchen Situationen vorzubeugen. Vielleicht. Mit mehreren Fässern, ich meine, das Ding ist aus Holz. Fässer werden ja wohl zu schaffen sein. Das könnte gut sein. Ich denke, wir sollten erst einmal Kurs südwärts setzen. Gut. Damit die beiden hier ein wenig Farbe bekommen. Ephadaios schlägt sein Schwert in die Seite von Xyleste und dann gibt es ein Rucken durch das Schiff. Das Maul verschließt sich wieder und die Beine beginnen sich wieder zu bewegen. Langsam erhebt sich das Schiff wieder in die Lüfte und wird dann 8 Meter über dem Boden verharren. Sie dreht sich einmal, es ist sehr unnatürlich, diese Bewegung, auch wenn ihr sie schon kennt, wie sie sich dort bewegt, aber könnt auch lautes Raunen von den Mannschaftern unter euch hören. Wenn sie jetzt zum ersten Mal sehen und miterleben, wie sich eure Arche bewegt. Die Kogge wurde mittlerweile von den verschiedenen Tauen gelöst. Die Rinder stehen jetzt grasend im Schnee und versuchen die letzten paar Sachen hinauszureißen. Das heißt, die einigen Menschen, die noch verblieben sind und gerade die anderen Sachen verladen wieder, die zurück nach Festum gehen, schauen ebenso spannend zu. Mit einem Knatschen öffnet sich wieder einmal das Maul der Arche, was eben gerade verschlossen wurde. Ein namenloser Schlund und giftiger Schleim, der nach unten trieft, eine hölzerne Zunge, die geformt wird. Und dann marschiert sie auf die Kogge zu. Größer und größer wird das Maul, ihr könnt sehen, wie sich das Oberdeck leicht zur Seite biegt, aufbricht. Und mit einem einzigen Holzsplittern zerbricht die Kogge unter den Kiefer dieser Arche. Die Borkenhaut schließt sich ganz langsam wieder. Ihr könnt noch einmal sehen, wie einer der Masten von der Kogge umknickt und als letztes raushängt. Die Zunge, die noch einmal nachgeschoben wird, eine Zunge aus Wurzeln, aus Holz, aus Ankerteilen, aus Unmetall, die dann mit einem weiteren Splittern des Astes den ganzen Mast wieder nach drinnen zieht und dann könnt ihr sehen, wie Blut aus Piranianes Mund läuft und sie nur noch anfängt zu weinen und heult. Und Xyleste, die wie wahnsinnig lacht und ihr könnt das Holz unter euch leben, atmen, pulsieren hören. Die Arche wächst.
Und damit begeben wir uns in eine Pause. Ja, dann steht hier immer noch oben auf dem Kommandodeck Xylaste, die in einem widerlichen, niederhöllischen Gelächter verfallen ist und ein eiskalter Schauer, der euch überläuft. Unter euch das Grummeln und Brüllen der Arche, Brüllen. Es ist vielmehr wie ein Grollen, ein tiefes Grollen, was erklingt aus dem Bauch. Und ihr könnt wieder spüren, wie das Holz verschoben wird und sich neue Gänge bilden. Was möchtet ihr jetzt tun? Erstmal ungläubig da stehen. Erstmal alle begucken. Oder behören von hier oben aus her. Das ganze Spektakel dauert ungefähr eine halbe Stunde. Dann kehrt so langsam Ruhe ein und ihr könnt auch sehen, wie die beiden Schwestern mehr und mehr Farbe wieder angenommen haben und sich wieder aktiver regeln können. Xyleste, die auch wieder mit ihren Brüsten spielt und wieder sehr viel agiler aussieht. Ihr habt vielleicht gut daran getan, uns zu füttern. So können wir wachsen. Tausende von hellen Wurzeln und die Myriade von toten Blättern. Ja. Ja. Gib mir keinen Grund, auf dich einzustechen. Mit deinem Schwert? Versuch es, Zwölfgötterknecht, versuch es. Es interessiert mich nicht. Yalan ballt doch bald die Hand zur Faust. Einen Moment lang drüber nach. Du siehst, wie sich der Baum bewegt. Und zwar nicht der Lebende, sondern der Tote. Da, wo Ephadaios einfach mal diesen toten Apfel bekommen hat, der aus dem Stamm herauswuchs. Und du siehst, wie sich die Blätter, Zweige, schwarz, wie sie sind, nach unten krümmen. Sieht fast aus wie ein zweites Maul gebildet aus Ästen, die sich jetzt leicht über dich stülpen. Wie eine offene Hand. Wie gesagt, ja, dann bald die Hand zur Faust. Denkt einen Moment lang drüber nach, wie er es Ephadaios erklären könnte, dass er die Navigatorin abgestochen hat. Und marschiert dann von dannen. Der Kopf von Piraniane hängt nur noch herunter und hat die Augen geschlossen, zittert ein bisschen und weiteres Blut, was aus ihrem Mund herausläuft. Mir sind sie nicht geheuer. Müssen wir die beiden denn wirklich behalten? Ritter Jagert kommt auf euch zu. Mein Herr, ich habe mir das Ganze aus der Maulgrotte betrachtet. Da geht es verdammt gefährlich zu. Ich glaube, wenn wir in so einen Bauch geraten, mit einem normalen Schiff meine ich, dann da kommt niemand lebend raus. Überall gebrochene Ankerspinte und Unmetall, was verschoben wird aus... Es ist mittlerweile halb verdaut und es wächst jetzt mittlerweile mit dem Schiff zusammen, aber... Also, ich glaube... Völlig egal. Klingt wahrhaftig grauenhaft. Die Eichenkäfer sind zumindest wieder in Bewegung. Sie triefen jetzt ölig schimmernd und fangen wohl an, jetzt irgendwelche Algen wieder durch das Schiff zu transportieren. Zumindest, naja... Hier ist wieder alles in Ordnung, wenn ich das so sagen kann. Wenn es doch bloß Ordnung wäre, die hier herrscht. Wir hatten im Unterdeck noch einen kleinen Zwischenfall. Ein paar Taue, die herumlagen. Sie haben wohl gelebt, sag ich mal. Wir hatten sie bei unserer ersten Inspektion noch nicht gesehen und einer der Soldaten ist dabei rübergestolpert und wurde dann durch die Luft gezogen und hing für kurze Zeit auch kopfüber dann von der Decke, aber nichts, was uns weitere Sorgen bereiten müsste. Nur, wie gesagt, die Taue, die hier herumlagen, teilweise haben sie auch gelebt wie Schlangen oder so etwas. Sorgt dafür, dass niemand sich allein auf dem Unterdeck herumtreibt. Auch nicht die Eichenforscher. Besonders nicht die Eichenforscher.
Natürlich, mein Herr. Fiona, was meint ihr? Ich würde sagen, wir verlassen uns hauptsächlich, so dumm das klingt, auf unsere Intuition. Ich meine, niemand hat von uns jemals mit so einem Ding zu tun gehabt. Was ist euer erster Gedanke, Jalan? Ich will mit dem Ding eigentlich nichts zu tun haben, aber jetzt müssen wir wohl. Gut, schauen wir mal heraus, was man damit Gutes tun kann. Steuermann, Kurs südwärts! Schauen wir mal, wie es in der Pleichen schmeckt, wie ihre eigenen Archen gegen sie einsetzen. Die Arche zuckt in Richtung Süden, aufs offene Meer hinaus. Weg vom Land. Ihr könnt in der Entfernung von eurer erhöhten Position in die schwarzen Bäume blicken. Eigentlich nur Tannen, die ihre letzten Blätter noch gehalten haben, ihre letzten Nadeln behalten haben, aber das eigentlich Schwarze kommt nicht von den Bäumen, sondern von dem Eis. Und mit einem unguten Gefühl fahrt ihr nach Süden. Geht nach Süden, lauft nach Süden, der blutigen See entgegen. Falls die Navigatoren noch nicht sich eingerichtet haben und unseren Kurs mitverfolgen, werde ich mal gehen und die treten, dass sie anfangen. Ja, die haben sich ein paar Karten bereitgelegt und betrachten diese, studieren diese, haben natürlich auch schon ein X gesetzt an der Stelle, wo losgegangen wurde, haben Zirkel und Papier angesetzt, um jetzt die neuen Kurse einzuzeichnen und diskutieren gerade munter mehrere Linien, die eingezeichnet werden, Positionsmarkierung, Geschwindigkeiten, die abgeschätzt werden. Ja. Meine Herren, sind die besten Karten, die man im Reich bekommen kann. Verliert sie nicht. Und sorgt mir eine Abschätzung darüber, wie schnell wir uns in der Stunde bewegen können. So sei es. Jawohl. Gut. Also Fiona, erzähl mal, wie machen sich unsere Neukämpfer? Nun, bisher habe ich einen recht guten Eindruck. Sie wissen schon, was sie tun. Ich meine, sie sind halt besser ausgebildet als der Haufen, den wir vorher hatten. Ja, selbst Uktan muss ich entgegen meines eigentlichen Überzeugungen zugeben, macht sich auch relativ okay. Annehmbar. Bricht man sich so ein Tor bei gegenseitigen Respekt aus, indem man sich aufs Maul haut? Natürlich. Also nicht nur, aber bei uns gewinnt eben der Stärkste und nicht der, der sich einen Titel gekauft hat. Grinst dich so ein bisschen an. Magistra Kohlraab tritt an dich heran. Das ist diejenige von der Halle des Quecksilbers. Mein Herr Kapitän, wir haben die unteren Räume einer Inspektion unternommen und wir haben den Goldraum gefunden mit Hilfe eures Schatzmeisters und die Schätze abtransportieren lassen. Sämtliche Ratten, die sich dort aufhielten, wurden vernichtet. Sehr wohl, gute Arbeit. Achtet darauf, dass niemand von euch sich ohne Eskorte im Unterdeck herumtreibt. Sehr wohl. Ja, Ragnar würde dann da immer noch daneben stehen und meinen, ich hätte noch eine andere Bitte, um die wir uns kümmern könnten. Können Sie mal bitte kurz mitkommen? Was ist die Magierin, richtig? Das ist Magister Kolos. Ist, glaube ich, die Magierin, ja. Magistra. Ja. Ja, sie kommt dann mit. Ja, wunderbar. Dann gehe ich mal zu Celeste und Herr Rainiane. Ich würde meinen, nun, hier handelt es sich um den üblichen Baumus Verwandlibus. Also Ragnar tut so, als würde er irgendwie Ahnung haben. Obwohl, kann ich auch mit Magiekunde würfeln, um herauszufinden, was für ein Zauber das ist. Du kennst den Zauber nicht, aber du kannst einfach mal... Ja, also ich würde jetzt schlau schwatzen, als hätte ich irgendeine Ahnung, damit die von dir beeindruckt ist. Ja, du redest und die Vokabeln machen sogar teilweise Sinn, wie du sie benutzt. Das ist aber gut. Die Grammatik vielleicht nicht so sehr. Erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall... diese Dame hier, ich deute mal auf Perrainiane, wurde gegen ihren Willen hier in diesen Baum gepflanzt.
Und eine meiner Thesen, ich weiß wahrscheinlich, dass sie, vielleicht stimmt sie nicht, vielleicht stimmt sie nicht. Könnte sein, dass dies hier ihre böse Zwillingsschwester ist. Allerdings gibt es keine Aufzeichnung über eine sogenannte Zwillingsschwester. Deswegen meine These ist, dass dies wahrscheinlich ihr böses Abbild ist. Oder sie war einfach das schwarze Schaf der Familie und wurde verstoßen. Allerdings würde mir die erste These besser vorkommen. Deswegen ist meine Frage, können wir diese beiden Persönlichkeiten aus dem Baum extrahieren, um sie zu töten? Eine Extraktion, sehr interessant. Ich vermute, ein einfacher Pentagrammer würde sie umbringen. Du siehst, wie das Feuer in ihr erweckt wird und ihre wissenschaftliche Neugier geweckt wird. Das ist wirklich sehr interessant. Darf ich meinen Akoluten Zugang zum Oberdeck gewähren und mit ihnen hier etwas forschen? Nun, ich habe gewählt Befehlsgewalt, weil hier der Steuermann Ephadaios normalerweise sitzt. Aber allerdings denke ich mal, da er gerade anderweitig beschäftigt ist, sollte das für die Zeit, wo er abwesend ist, kein Problem sein. Deswegen, natürlich, gebe ihnen die Erlaubnis. Es ist uns allen gedient und vor allem dieser verzweifelten Seele, wenn sie es schaffen. Recht herzlichen Dank. Dann habt ihr Informationen über diese beiden Damen, also Bücher oder so etwas? Ich brauche alles, was ihr irgendwie auftreiben könnt und dann machen wir uns doch einfach mal... Allerdings, bevor ihr sie irgendwelche Experimente versuchen und sie extrahieren wollen, gehen sie sicher, dass sie sowohl mich, auch den Captain, als auch alle anderen Offiziere, die sie angeworben haben, in Kenntnis setzen. Also dies schließt sowohl die Söldner als auch, ich würde jetzt mal alle Söldner, alle Offiziere anmerken, außer uns. Und nur die Spielercharaktere informieren. Das werde ich tun. Sehr gut. Und dann wünsche ich Ihnen und Ihren Akoluten viel Glück. Und dann gehe ich auch erstmal wieder weg. Lass sie da fachsimpeln. Beziehungsweise ich würde sogar für sie die Akoluten suchen, damit sie da schon eifrig am Thesen aufstellen ist. Ich würde ihr dann nur den Steckbrief geben, weil mehr Informationen habe ich über die Perenianer auch nicht. Sie können übrigens auch mit dieser Person reden. Das heißt, diese dort, ich deute auf Perenianer, wird ihnen alle Fragen, so gut sie kann, geben. Diese dort können sie ignorieren. Ja, sie schaut so ein bisschen wieder... ja, angewidert auf den Mund von Perignano, wo immer noch Blut rausfließt. Nickt dann aber. Das werde ich tun. Ja. Sehr gut. Dann weitermachen. Oder so. Auf viel Fiona geht ein stattlicher Mann mit Bart zu. Nicht ganz so groß wie ein normaler Torwaler, aber mindestens so bärtig. Mädchen, ich habe gehört, du bist die Geschützmeisterin. Er gibt dir seine fleischige, riesige Hand. Ich bin Bronn. Ja. Ah. Fiona. Oh, und ich gebe ihm ebenfalls die Hand zurück. Pack ihm so ein bisschen oben am Handgelenk. Der Oberleutnant sagte, ich darf jetzt unter einer Frau dienen. Habe ich keine Probleme mit. Das will ich meinen. Wo sollen wir die Munition einlagern? Guck ja lang kurz an. Haben wir dafür schon einen Raum? Deine Gnaden wollte sich darum bekümmert haben. Es sollte... Nein, wartet. Nein. Er sprach gerade noch davon, dass er gedachte, die Munition zentral auf dem Oberdeck umzubringen, in dem aufgezimmerten Verschlag. Aber doch nicht alles. Vermutlich nicht, nein. Der Rest sollte sich im Unterdeck in der Nähe der Nahrungsquellen unterbringen lassen. Im ersten Deck, nicht im Unterdeck. Die Installation der Rotzen und Geschütze auf die Lafetten wird noch einige Zeit dauern, aber ich würde sagen, wir sind in 3 Tagen einsatzbereit. 3 Tage? Voll und ganz. Das ist viel zu lang. Geht das nicht schneller? Zeitansatz? Wir sind morgen früh in Maraskan, bis dahin brauche ich die. Also gut, ich mach's euch in 6 Stunden. Und da war wegtreten.